Ja, wie geht's euch denn heute Abend? Ich hoffe, ihr habt einen schönen, entspannten Sonntag bisher gehabt. Genau, konntet ein bisschen ausruhen. Ich leider nicht. Ich hatte Ja, gestern müsst ihr einen richtig arbeiten. affigen Tag, also affig, einen richtig vollen Tag und war dann danach noch ein bisschen das Wetter genießen, obwohl es eigentlich schon gar nicht mehr zum Genießen war. Waren wir unten am Rhein, haben gegrillt und gechillt. Ach Mensch, du warst doch bei den Horse & Maze gewesen Ja, abends. genau. Da haben wir uns verpasst. Oh mein Gott, ich war am Nachmittag noch da gewesen. Was? Aber ich wusste nicht, dass du noch später zukommst. Ich bin irgendwann um 6 oder so gegangen. Ich wollte um 6 dazu kommen, bin aber dann noch von einer Freundin gefragt worden, ob wir vorher noch was essen gehen. Also die ist extra, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, am Wochenende, also heute, jetzt war ja Pokémon Go-Tag in Dortmund. Dortmund, genau. Und die ist extra dafür aus der Schweiz gekommen. Also extra dafür nach Düsseldorf bzw. nach Dortmund geflogen und hat dann am Samstag hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, noch was essen zu gehen, weil sie gerade Zeit hätte, weil ihre zwei Kollegen, mit denen sie da hingeht, also die sind noch nicht im Hotel angekommen und sie hat noch Zeit und ja, dann waren wir vorher noch essen und dann bin ich erst danach dahin. Deswegen ich da recht spät war. Und dann war ich aber auch so lange da, dass ich noch mitbekommen habe, wie die Polizei kam und alles. Ja, aber die kamen nicht wegen uns tatsächlich, sondern, also die wurde zwar gerufen, weil es da zu laut war, aber der Witz war einfach, die Musik, die die gehört haben, kam vom anderen Rheinufer. Ach so, Also die die so Musik, laut waren genau, die. die Musik, weswegen die Polizei gerufen wurde, kam aber von der anderen Rheinseite. Also komplett Banane. Das ist ja total bekloppt. Ja, aber, also wie gesagt, gestern bzw. heute Pokémon Go Community Day war das, glaube ich, wieder. Ja. Also ein richtig krasser mit Einlass und allem und ganz viele Leute von überall aus der Welt, die dafür nach Dortmund gekommen sind. Im Vorfeld haben wir auch ganz viele dafür dann Hotelzimmer angeboten, beziehungsweise Übernachtung angeboten. Bei einer Freundin von mir war jemand aus Australien. Wie gesagt, Ach, meine cool. Bekannte da aus der Schweiz. Ja. Also schon Das ist ja krass. mega cool. Genau, und davor habe ich ja noch von 10 bis 18 Uhr gearbeitet, was auch nicht gerade dazu beigetragen hat, dass ich fit war gestern. Und heute nochmal dasselbe. Ja, und jetzt sitzen wir hier und talken ein bisschen, haben uns überlegt, so ein bisschen auch nochmal über die CCXP zu reden, diesmal aber richtig, weil das war ja eigentlich für Dienstag angedacht. Und dann haben wir ja nur gezockt. Und dann nochmal unser kleines Happy-Happy-Happy-Ding anzusprechen. Ja, freue ich Und mich total drüber zwar, immer noch. genau, wir sind seit Anfang dieser Woche, beziehungsweise ich glaube jetzt seit Dienstag offiziell, weil wir es da angeklickt haben, sind wir Twitch-Partner. Ja. Offizielle Twitch-Partner. Was mich auch Als mega, mega freut. Kanal. Ja, vielleicht müssen wir ja auch irgendwo noch hinterlegen, wie viele Leute diesen Kanal betreiben, weil ich glaube, das sind so Infos, die man da angeben sollte. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das glaube Aber. ich auch. Und uns vor allem auch mal erkundigen, was man da. Was wir für Rechte und Pflichten haben. Jo. Genau. Das ist nämlich eine gute Frage. Was bringt das, Twitch-Partner zu sein? Ja, aber auf jeden Fall schon mal hat man eine Betreuung quasi von einem ganz, ganz, ganz tollen Team. Wie gesagt, ich bin Genau. richtig happy über die Über die Deutschen. Schlussbetreuer. Genau. Und ja, tatsächlich denke ich, supportet den Kanal auch nochmal auf verschiedene Art und Weise. Man kann auch noch, glaube ich, auf jeden Fall so Squad-Streams jetzt machen, dass wir quasi mit anderen Streamern oder halt quasi unserem Team zusammen auch so quasi gleichzeitig in einem Fenster irgendwie zusammen streamen können. Okay. Würde ich gerne mal ausprobieren. Da muss ich auch noch ein paar gute Das Seiten. musst du mir gerade einmal erklären. Also, wie funktioniert das? Angenommen, ich gehe auf live, du gehst auf live. Ich glaube, wir können tatsächlich zu viert dann über den Dokumi-Kanal irgendwie dann zusammen live gehen. Wir
frage mich nicht an technischen Details, aber das ist was in dem Dashboard drin. Das wäre nämlich so eine Sache. Ja. Wenn man das nächstes Jahr machen könnte, für die Dokumi auch, und dann die Möglichkeit hätte, dazwischen hin und her zu schalten, weil ich habe ja immer noch meinen Kontakt mit der einen Dame für die mobile Lösung, dass irgendjemand über die Con laufen könnte und einfach alles immer filmen könnte, während der andere live die Bühne bespielt. Das wäre mega, mega cool. Also, fände ich auch schön. Also, ja. da spielen wir noch ein bisschen mit rum, lohnt man auch mal die Möglichkeiten aus. Ja, da muss ich mich nur demnächst auch mal dran setzen, dass ich da zumindest mal die E-Mail schreibe, die ich jetzt eigentlich letzte Woche schon rausschicken wollte, weil die TwitchCon ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ja, stimmt. Aber so jetzt nach der Dokumi mit Besucherzahlen und dann noch was. Wieso macht dir mein Minion Angst? Er lächelt doch nur ganz lieb da im Hintergrund. Ist mein kleiner Beschützer hier. Mein kleiner Glücksbringer. Er grinst ein bisschen lieb, aber auch ein bisschen Psycho, je nachdem, wie man es hat. Was ich sagen wollte, genau, die TwitchCon ist ja ein bisschen her, aber das Gute ist halt, wir sind jetzt Twitch-Partner und wir haben einiges von der Dokumi zu erzählen, was für so mögliche Partnerschaften in Bezug auf so manche Sachen ziemlich gut ist, beziehungsweise halt auch, wenn wir Leute ansprechen wollen, ob sie mit uns was machen wollen, ist das immer ganz gut, so ein paar Sachen in der Hinterhand zu haben. Genau. Vielleicht eine kleine Randnotiz auch nochmal, weiß nicht, wann sich über mein komisches Outfit wundert. Ah, genau. wie vielleicht am letzten Donnerstag, nee, Freitag angekündigt, war ich jetzt heute auf dem CSD-Kurs gewesen und tatsächlich in einem Catboy-Cosplay-Outfit. Hab tatsächlich auf der Domtrippe ein paar andere Cosplayer gesehen von Boku no Hero Academia. Es war irgendwie, war lustig. Also ich kann zwar verstehen, dass CSD nicht für jeden was ist, aber ich muss sagen, ich fand es heute sehr, sehr witzig, fand eine schöne Atmosphäre. Ist quasi auch ein bisschen wie eine Con in der ganzen Stadt irgendwie und so ein bisschen anderes Thema halt, aber war wirklich, wirklich witzig und bin quasi direkt aus dem Zug hier reingesprungen, daher nicht umgezogen, sondern noch im Catboy-Outfit quasi, wie vorhin auch. Habe auch sogar einen unserer Helfer dort nochmal getroffen. Ich habe auch ein paar, also von ein paar Leuten weiß ich auch, dass sie dort waren. Und ist schon eine Riesenparty, muss man wirklich sagen. Ja. Ach, Birne war auch da mit seiner Megumin, cool. Das ist ja cool, Birne. Hast du auch Fotos gemacht, Birne? Andi hat ja auch Fotos gemacht. Ich habe ein paar Fotos gesehen. Ich habe auch eins auf Instagram gestellt und genau. War auf jeden Fall. Ich hab einige Leute auf meiner Instagram-Story gesehen, die dort waren. Ich finde das auch immer sehr cool. Ich habe es selber leider noch nicht geschafft, weil zum Beispiel heute habe ich auch wieder arbeiten müssen. Ja, das wird, glaube ich, da grundsätzlich ein bisschen kneifen. Ja, wenn ich es mal weiß, kann ich bestimmt auch mal einrichten, dass ich nicht ganz so lange arbeiten muss. Dann kann ich zumindest irgendwie dazu stoßen und so. Nee, das finde ich sehr gut. Ja. Das finde ich sehr gut. Genau. Danke, NATO. Ja, Katzenöhrchen sind immer gut. Und tatsächlich, zwei Sachen sind heute besonders gut angekommen. Die Katzenohren. Und der Pikachu-Rucksack, wie immer. Wie oft ich damit wieder gehört habe, geiler Rucksack. Also irgendwann wird das echt ein Erkennungszeichen von mir. Ich wollte gerade sagen, den hattest du ja schon vor Ewigkeiten. Also den Rucksack. Das ist ja mein zweites gerade, weil der andere schon... Der hat unter Costa Rica sehr gelitten. Der hat irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, Pilzbefall gehabt oder sowas. Die habe ich da wegbekommen, aber halt, da sind immer noch ein paar Schäden dran. Und der zweite Rucksack ist aber unversehrt. Also man sollte vielleicht manche Sachen nicht zum Reisen nutzen. Naja, ja, manche Rucksäcke sind dafür einfach nicht geeignet. Die sind nicht hart genug fürs Leben. Na? Just the tough cookies get into heaven. Genau, also auf jeden Fall, wir sind Twitch-Partner. Yay! Yay! So, groß dazu erzählen können wir wahrscheinlich hier nicht wirklich... Ist halt passiert jetzt. Ein bisschen auch auf Kosten, beziehungsweise auf Dank der Dokumi als Veranstaltung an sich, weil wir während der Dokumi ja gestreamt haben und da so krass immense Einschaltquoten hatten, dass fast sich das. 3000. Ja, genau, fast 3000. Ja. Und dass das Ganze so gepusht hat, dass wir einfach die Durchschnittszahlen für den ganzen Monat
immer noch höher hatten als das, was für die Partnerschaft erfordert ist. Alle anderen Kriterien haben wir ansonsten eh immer jeden Monat erfüllt. Also ich denke, es kommt aber tatsächlich nicht nur auf die Zahlen, sondern auch das quasi, dass wir als Konzept ja fahren, dass wir so ein bisschen unserer Alibien Cosplay Community dadurch eine Plattform geben wollen. Daher freuen wir uns auch, wenn ihr quasi ein bisschen quasi noch andere mit dazu inspiriert, A, in den Discord reinzukommen und halt mal in einem Stream aktiv zu werden, weil ich möchte halt wirklich, dass wir so ein bisschen unserer Community ein Sprachrohr und eine Diskussionsplattform auch geben können. Genau, auch das irgendwas, wo man sich ein bisschen beteiligen kann, wo man ein bisschen über die Themen, über die geredet wird, mitbestimmen kann, sich vielleicht auch mal wünschen kann, was man denn gerne für Leute sehen würde als Gäste. Ja. Genau. Ein bisschen quasi Entwicklungsziele mit begleiten. Da würde ich halt aber auch gucken, dass wir dann vielleicht dazu dann, weil ich glaube, vielen Leuten, die auf die Dokumi ist gar nicht, die auf die Dokumi gehen, ist gar nicht bewusst, dass wir auch so eine digitale Plattform halt anbieten. Ja. Wo wir, fehlt nur noch eine App. Die Dokumi-App. Nein. Brauchen wir nicht. Ja klar, alles hallo, klar bei uns. Dann. Hallo. Genau, dann lass doch mal. Birne rauft schon in den Haaren, er weiß nämlich, was dann machen muss. Yay! Genau, also dann lass doch mal weiter von Partner zu CCXP gehen, auch wenn es kein schönes Thema ist. Ja, auch wenn es ein bisschen schwärzt. Ja. Weil, ja. Es sind schon viel für den Discord-Channel. Der Discord-Channel hat nicht ganz so viele Leute. Ich kann gerade nicht gucken, das müsste wenn dann Andi machen. 1200 haben wir ungefähr. Was auch schon viel ist für den Discord, muss ich sagen. Aber es sind ja auch nicht alle gleichzeitig aktiv und so. Aber es ist echt beliebt geworden. Hallo, Kenny. Die Prince of Tennis-Fans finde ich super sympathisch. Ich liebe Prince of Tennis. Irgendwann mache ich mal hier im Dan-Cosplay-Stream. Das wäre großartig. Ah, danke, Lucy. 1207 sind es. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass viele gar nicht wissen, dass wir so Twitch-aktiv sind und auch so eine Discord-Plattform bieten. Deswegen sollten wir vielleicht nächstes Jahr einfach so einen kleinen Ausschnitt ins Programmheft mit reinpacken. Ja. Was, denke ich, weil das liest ja eigentlich jeder, oder? Lest ihr euer Programmheft? Also, wir lesen es. Ich wollte gerade sagen, aber wir lesen es auch erst hinterher. Also, manchmal vergessen wir dann so die Fehlerkorrektur. Es gibt zwar Fehlerkorrektur, aber die reicht nicht aus. Die reicht beim besten Willen nicht aus. Das ist so. Fettes Discord-Logo mit dem QR-Code direkt am Eingang. Oh ja. Wir nennen das wäre eigentlich eine lustige benutzt. Idee. Hallo, Estrel. Wir können ja auch mal die Discord-Leute anschreiben, ob die nicht auch auf der Dokumi standen wollen, weil das machen die ja zum Beispiel auch auf der Gamescom. Ja, ich habe tatsächlich einen Kontakt letztes Jahr mal aufgebaut. Kam noch nicht viel mehr rum, weil die Person, die ich jetzt da schon drin hatte, anscheinend schon nicht mehr bei Discord arbeitet. Hire and fire. Das ist ja cool. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Wir waren doch bei CCXP. Ach oder? So, genau. Wir wollten gerade zur CCXP kommen, aber dann sind mir noch so ein paar Sachen eingefallen. Ja, genau. CCXP dieses Jahr das erste Mal als ersetzte, beziehungsweise als gekaufte, nein, wie kann man das denn sagen? Ersetzte die RPC, das war so quasi der Plan. Oder im Grunde gehe ich davon aus, es sollte halt eine neue Comic-Con da eingeführt werden. Und das dann dachte man sich bei der Comic, wir haben ja schon was Ähnliches, können wir ja merchen. Und dann hat man das so getan. Und Ende vom Lied ist, RPC ist nichts von übrig, halt wirklich fast gar nichts, was sehr schade ist, weil wir waren ja auch mit unseren Mates zum Beispiel jetzt viele Jahre bei der RPC und rausgekommen ist zwar so eine Premium-Messe. Der Punkt ist, also, was ich an Bildern gesehen habe von dem, was da stand, war das cool, aber was ich gehört habe von den Leuten, die halt dort waren und die mir dann gesagt haben, eigentlich hattest du manchmal die Halle für dich alleine, war halt nicht so gut. Das ist halt, wenn du eine Convention und eine Community machst. So. Also, wie gesagt, Standbau, mega geil, super teuer. Ne? Also, da hat die Kölnesse oder die Brasilianer, eine von beiden, hat da richtig viel Geld in die Hand genommen und reingebuttert, weil in der Tat, es gab keine Besucher. Was zum einen an den hohen Ticketpreisen lag,
die irgendwie bei 70, 80 Euro für 2 Tage liefen, also wirklich brutal hoch, noch höher als eine Animagic, die ja zum Beispiel, die würde ich sagen, das ist eine Premium-Convention, ne, weil die hat zwar nicht so viel Besucher oder ist dann überschaubar von der Größe her, also unserer Sicht jetzt, aber arbeiten viel mit Programmen, laden jede Menge Ehrgäste ein, haben eine sehr schöne Location halt und ne, das funktioniert und das ist auch, da gibt es ein bisschen diese Premium-Vibes. Ich wollte gerade sagen, die Animagic ist ja jetzt auch eine Veranstaltung, die sich das durch längere Con-Zeit schon verdient hat. Also man weiß, was man hat, wenn man hingeht. Genau. Also genau. Das ist so, glaube ich, mit die älteste Großcon in Deutschland, oder? Ja, definitiv. Und ist natürlich mit der Community gewachsen. Man kann ja an den Magic halt wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht ein Teil der Community wäre. Wirklich genau. Nicht. Und CCXP hat aber tatsächlich auf etwas draufgesattelt, was A, keiner gebraucht hat, wonach keiner gefragt hat. Comic-Cons gibt es genug. Am selben Wochenende war ja quasi die mehr oder weniger noch erfolgreichste Comic-Con, die wir in Deutschland haben, Stuttgart. Die in Stuttgart. Und damit haben sie also sich halt ein richtiges Eigentor geschossen. Ja, und wir wollten halt, das war ganz klar eine Kampfansage, wir wollen Stuttgart kaputt machen und so. Ist unsympathisch. Und kam aber, würde ich dazu sagen, ich glaube, das kam nicht aus der Reihe der PC, sondern von den Brasilianern oder von der Kölnmesse. Irgendeiner hat da anscheinend geraucht. Also, und halt schon mal Fehler 1, ne? Weil natürlich hat das auch die Stuttgarter getroffen, die waren auf jeden Fall deutlich kleiner als das letztes Jahr. Das hat man wohl, es war nur noch eine Halle anscheinend. Die war aber dafür aber gut gefüllt. Also die Stuttgarter, die hatten Besucher. Ja, das, genau, die haben sich aber halt gegenseitig teilweise, also nicht die Besucher, sondern eher die Aussteller gemobst. Weil die haben halt ähnliches Klientel. Und ja. Also dazu nimmt direkt zum nächsten Punkt, Thema Aussteller. Jo, also die meisten haben ihre Stände geschenkt bekommen. Es gab eine Handvoll, die ihre, weiß ich jetzt nicht, aber von einigen weiß ich, dass sie ihre Stände umsonst bekommen haben. Weil unsere Mates und die ganzen Fangeschichten haben sie auch nichts bezahlt, ne? Ganz im Gegenteil, manche Stände wurden sogar, glaube ich, gekauft, gerade so hier Transformer-Car und sowas. Die kommen ja nicht, wenn sie nicht bezahlt werden, ne? Also von daher haben sie da eher Geld in die Hand genommen, als jetzt Geld eingenommen. Es gab ein paar Aussteller, die bezahlt haben, die dann wirklich horrende hohe Preise gezahlt haben. Mhm. Und die nicht amused waren über die, nicht wurde mit 70.000, genau, es wurde mit 70.000 geworben, vor Ort waren, also ich war Donnerstag und Freitag vor Ort, da war wirklich fast gar nichts los, lass es mal 500 bis 1.000 Besucher insgesamt pro Tag gewesen sein, und das wäre schon hochgegriffen, man weiß ja schon bei einigen Veranstaltungen und kann, glaube ich, Besucherzahlen schon ganz gut einschätzen mittlerweile. Ja. Samstag war ich nicht, weil es ist traditionell der vollste Tag. Aber auch da habe ich Bilder geschickt bekommen von zum Teil leeren Hallen, aber schon so, das war dann eher gegen späten Nachmittag. Die Con ging ja auch bis 21 Uhr. Also die Aussteller haben ja noch geschrieben, so okay, wir haben seit eineinhalb Stunden vor Veranstaltung am Samstag dann zusammengepackt, weil es halt nichts mehr brachte, weil keiner mehr da war. Ich denke mal, Samstag waren schon ein paar tausend Leute da, aber halt, also auch mit dem Sonntag zusammen, der wohl auch wieder relativ leer war, also keine 10.000 über die 4 Tage. Mhm. Eher so 5 bis 7, wenn überhaupt. Das, was ich so von dem Bilder mitbekommen habe, auch selber mitbekommen habe. Und dann haben sie am Schluss mal geworben mit 40.000. Ey, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Da muss ich auch sagen, kann ich dann die Wut von den Ausstellern sehr verstehen, die sich dann halt wirklich verhöhnt vorkommen, die dafür viel Geld gezahlt haben, dann quasi da. Aber die tragen die Verluste ja direkt mit, ne? Ja. Und denen tut das auch weh. Finde ich nicht okay, muss ich sagen, finde ich wirklich nicht okay. Miku, dafür wird es einen Extra-Stream geben, wo wir das Ganze wahrscheinlich dann wieder so aus Bonn ankündigen. Und wenn wir den gut planen, probiere ich diesmal auch im Büro mit dabei zu sein. Das heißt, ich streame dann auch mal mit von der Couch. Ja, ja, das finde ich so. Hat es ja auch noch nicht gegeben. Und Fazit zu CCXP. Ich weiß, dass es sie nächstes Jahr wieder geben wird, weil die Veranstalter wollen damit ja Geld verdienen. Die wollen ja probieren. Als ob da ein Aussteller. Ja, Birne, genau, ja, das ist das, was ich mir auch denke. Mal gucken, ob die dann überhaupt jemanden bekommen, der sich da in die Hallen reinstellt, wenn weil sie die Sachen nicht verschenken ohne Ende. Ja. Und das Problem ist halt, also ich als Besucher würde mich verarscht fühlen. Für die Preise würde ich da nicht hingehen.
Vor allem nicht, wenn ich mit der Erwartung dahin gehe, zum Teil Ähnliches geboten zu bekommen, wie ich vorher auf der RPC geboten bekommen habe. Ja, ja. Und genau deswegen also hoffe ich, dass es irgendwie irgendwann eine Möglichkeit gibt, sowas wie die RPC zu, also der quasi ein Revival zu geben, ja. Wo dann halt ist auch zum Beispiel... Ist anscheinend nicht geplant. Ist anscheinend nicht geplant. Also das Thema RPC ist wirklich... nachdem ich da mit den Kollegen gesprochen habe, das Thema ist anscheinend durch. Was ich sehr schade finde, weil ich hätte gehofft, so, hey, gibt es vielleicht mal eine Möglichkeit, das abzuspalten, aber das ist wohl wirklich nicht geplant. Und dann muss ich ja sagen, uff, weil ich glaube nicht, dass CCXP sich halten wird, denn A, wie gesagt, die Besucher zahlen den hohen Preis nicht, sie wollen zur Premium-Messe sein, aber wenn es die Besucher nicht zahlen und die Aussteller nicht zahlen und wie gesagt, die 4 Tage, das ist das größte Problem für die Aussteller, dass A, kann sich keiner, von der Arbeit her will sich das keiner antun, ja. Von dem Geld keiner leisten, was kostet ja auch Personal und Hotel für die 4 Tage. Mhm. Wenn dann die Besucher nicht da sind und sie waren dieses Jahr nicht da und kommen auch nächstes Jahr nicht in der Masse, die man so braucht, wer soll das bezahlen? Das kann nur die Köln-Messe oder die Brasilianer bezahlen, die werden es auch nicht ewig machen. Aber ja. inwiefern hat die Epicon andersrum angefangen? Also die hat, finde ich, auch keinen guten Start gehabt. Ich war auch auf der ersten Epicon wegen Preise der Tickets. Tatsächlich, der Anfang war ja in Frankfurt. Das war auch tatsächlich... War die günstig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ein Ticket gewonnen. Sehr günstig. Ja, die ist grundsätzlich sehr günstig. Ich habe auch sehr viele Tickets auch verschenkt. Ja, genau. Aber tatsächlich sagt der liebe Kollege da, den habe ich sehr gerne, er meinte aber auch, Frankfurt war ein Fehlstart, weil einfach die Messehalle zu teuer war. Münster ist deutlich günstiger und funktioniert es auch besser, aber ich auch das wird sich sagen, zeigen, ob sich das hält. No? Das ist alles so eine Entwicklungssache. Immer auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und warte einmal hier. Hallo Akatsuki. so. Ja. Ja. Eine Con muss von klein nach groß wachsen. Das ist gesund und vernünftig. Jede gute Con, die ich kenne, hat man mit klein angefangen. Genau, hat sich eine Community aufgebaut. Das ist ja jetzt hier bei uns nicht anders gewesen. Und da bin ich auch richtig froh, dass ich so fast von Anfang an dabei sein durfte. Ja, das stimmt. Na, aber selbst eine Anime-Expo, selbst eine Japan-Expo, die übrigens auch beides dieses Wochenende sind oder waren, auch sehr spannend. Quasi die beiden größten außerjapanischen Japan-Veranstaltungen, die es auf der Welt so gibt. Oder Anime-Veranstaltungen sind am selben Wochenende. Aber, die waren auch mal ganz klein gestartet. San Diego Comic Con auch natürlich. Und das gilt auch eine Konichi, auch eine Animagic. Ne? Das Problem bei den Comic Cons ist, dass es halt ein bestehendes Konzept aus einem anderen Land ist, beziehungsweise aus anderen Ländern ist, das versucht wird, zwanghaft in Deutschland auf derselben Größe hochgezogen zu werden, ohne den Rückhalt einer bestehenden Community in dem Bereich zu haben, der die Con halt von klein auf miterlebt hat. Ja, ja. Da wird direkt mit solchen Größenordnungen geplant, wie, oh, guck mal, wir haben in Deutschland die und die Veranstaltung, das heißt, wir setzen unsere Comic-Con auf derselben Größe an. Ja, das ist Quatsch. Das funktioniert halt nicht. Ist alles irgendwo gewachsen und ist organisch über die Zeit. Und da hilft auch nicht, wenn du dir irgendwelche Influencer einkaufst oder so. Das verstehen halt viele nicht. Das bringt halt nicht die Masse an Menschen, die du dann brauchst dafür. Das bringt ein paar. Ich meine, wir hatten, der liebe Corona war auch vor Ort, hat auch eine Schlange gehabt am Stand und so weiter. Als jetzt siehst du, dass wir gemerkt hätten, nur weil er jetzt angekündigt hat, dass er da ist, dass wir auf einmal einen Boost an Tickets haben. Ne? Die Köln-Messe wird nie pleite gehen. Die hat genug Veranstaltungen, die dafür sorgen, dass das nicht passieren wird. Naja, im Endeffekt sorgt der Steuerzahler dafür. Ja. Es gibt 2 Messen, die nicht subventioniert werden. Das Freiburg und das Düsseldorf. Und alle anderen werden von den Städten finanziert zum Teil oder halt subventioniert. Von daher, sie werden nicht pleite gehen. Aber im Endeffekt sagen wir es. Ein Shame. Aber zum Thema Influencer einkaufen oder viel Werbung machen. Es gibt auch Cons, bei denen das funktioniert. Gut. Also bei Mac hat es funktioniert, aber heißt auch nicht, aber auch nicht jetzt in der Nee, nicht in der, also nicht in der Größenordnung, dass ich sagen würde, okay, die haben direkt so angesetzt, dass sie halt eine Mega-Con sein wollen. Die haben das auf einem vernünftigen Maß gemacht und haben eine sehr familiäre und trotzdem gut gestaltete Convention gestaltet fürs Erste. Also für den neuen Namen und den neuen Standort. Es war ja nicht das erste Mal. Deswegen mag ich das Team dahinter auch so gerne, weil die es genau richtig gemacht haben. Ja. Mit dem richtigen Spirit, Community fokussiert, von klein nach groß aufbauen, nach und nach.
was neuen frischen Wind reinbringen. Genauso macht man's. Und nicht mit Gorilla-mäßigen, so, wir sind die Größten, wir sind, ne? Das glaubt einem keiner. Ja. Und die haben sich halt auch, guck mal, Andi, dein Outfit ist Gold. toll, danke nicht sehr. Gold. die haben sich halt auch tolle Partner mit ins Boot geholt. Die hatten halt Schröer, glaube ich, mit an Bord. Quasi die ganzen, das sind ja die ganzen. Die hatten wir auch. Haben wir auch so viel Werbung gehabt? Überall in Deutschland? Also ich weiß nicht wie viel, aber wir haben an verschiedenen Orten in NRW und außerhalb NRW waren wir an dem Dings mit drin. Okay. Weil Lioncast vor Ort hatten, die sind ja von Schröer. Okay, weil, also allein das habe ich halt für sonst noch keine Veranstaltung gesehen. Ja. Ne? Also das war schon übermäßig. Ja. Also wir merken, dass die Konsole langsam ein bisschen erwachsen werden, das finde ich auch ganz gut. Aber man darf halt nie vergessen, wo man herkommt. Genau, was die eigene Community ist. Für wen man das eigentlich macht. Ja, ganz genau. Weil das ist halt der Punkt, wenn man das verliert aus den Augen, also wer die Leute sind, die einem da quasi als Besucher. Jetzt hast du mich abgelenkt. Sorry. Genau. Wenn man vergisst, wer die Leute sind, für die man das macht, wenn man seine Community vergisst, dann kann eine Con nicht gut werden. Nee, das ist richtig. So. Also das ist mein Fazit von der CCXP tatsächlich. Eine Convention und Community quasi. Ja. Das ist. Ja, für mich halt auch schade. Guck mal, Creamy mit Regenbogenflügeln. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Was ich halt wirklich schade finde, ich habe bei der RPC den Mittelaltermarkt sehr geliebt. Halt. Die große Schande. Genau, und dieses Jahr auf der CCXP war davon halt eigentlich nichts. Und das war ein bisschen schade, finde ich. Tatsächlich waren die, glaube ich, viele davon in Stuttgart gewesen, auf deren Mittelaltermarkt oder gehen auf die neuen Roleplay-Conventions, die sich gerade aufbauen und quasi dieses Gap der RPC irgendwie füllen. Ich meine, die Community ist deswegen nicht weg, aber sie geht dann halt ein bisschen woanders hin. Ne? Und das, also entweder hat es der Köln jetzt einfach nicht genug Umsatz gebracht oder ich weiß nicht, warum sie das quasi so gecuttet haben. Ich finde es jedenfalls kein, auch wenn ich jetzt selber nicht unbedingt Lab- und Pen-Paper-Spieler bin, außer im Blue-Gummi-Pen-Paper, aber der Community-Geber fand ich es halt nicht. Es ging ja nicht nur um den Mittelaltermarkt an sich, sondern es ging ja auch um die Auswahl an Essen. Ja. Die war ja bombastisch. Und ja, Birne, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist aufgrund von Müdigkeit teilweise sehr gering. Also zumindest bei mir ist die aufgrund von Müdigkeit sehr gering und lässt sich sehr leicht von irgendwelchen Emotes oder Andi, der einen den da macht, sehr schnell ablenken. Vor allem, wenn ich das in drei unterschiedlichen Bildschirmen, zwei unterschiedlichen Bildschirmen sehe und ich mir dann denke, okay, wo soll ich jetzt hingucken, ohne dass ich mich hier ablenken lasse? Das ist dann schwer, weil zeitversetzt kommt es ja nochmal. Ja, genau, es kommt ja auch nochmal zeitversetzt. Ich habe ja vorsichtshalber auch immer noch den Stream offen. Ja, also ist es auch kein. Um zu gucken, dass alles klappt. Großartig. Müssen es auch mal wieder hinkriegen, dass hier die anderen zwei Chaoten dabei sind, also bei Lukas und Niklas, damit wir da mal ein bisschen mehr zu reden haben. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja, ich kann nachher Overwatch zocken. Ich bin Supporter, da brauche ich nicht so die Aufmerksamkeit. Ich brauche ja kein Aim. Tatsächlich wollen wir das nachher noch im Anschluss machen, wir an den Talk noch ein bisschen mal zocken, weil ich brauche auch so ein bisschen Feierabend-Zocken mäßig. Daher, das machen wir erst nach dem Talk. Ja. Was ich auch noch vielleicht ein bisschen noch berichten kann, wie gesagt, kurz vor Japan Expo, Anime Expo, wie gesagt, beide Veranstaltungen waren dieses Wochenende. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von der Anime Expo, auch tatsächlich, in L.A. Die hatten allerdings wohl dieses Jahr wieder ein großes Problem mit den Schlangen. Also falls sich noch jemand daran erinnert, dass es bei uns vor 2 Jahren mal dass wir Leute 1 bis 2 Stunden gewartet haben, bei der Anime Expo war es dann wohl dieses Jahr mal wieder irgendwie so 6 Stunden. Und im Schnitt, also das war wirklich heftig. Das kann man gerade den Tweet mal hier rein verlinken. Ja. Und das tut mir so ein bisschen weh zu lesen, weil ich halt
tatsächlich, weil ich die Konrad echt mag und ich weiß halt auch, wie gut sie ist, tatsächlich, also wenn man mal reingekommen ist, ne? Also dann ist sie ja wirklich, wirklich gut. Hat das, ein krasses Line-Up. Das Problem passiert halt irgendwann, wenn du halt so viele Besucher hast, die am besten möglichst alle gleichzeitig rein wollen. Ja. Die haben wirklich 120.000, also letztes Jahr wahrscheinlich ging es sogar ein paar mehr. 120.000 und was, das muss ich gerade auch nochmal rausgeben. Also wenn wir es von der Dokomi irgendwann mal als also eingeladen werden in die Richtung, dann wäre ich gern dabei. Ja, also tatsächlich waren wir ja schon zweimal vor Ort und tatsächlich auch in Kooperation. Ich würde gern, also vielleicht kann man gucken, dass man es im nächsten Jahr, wenn man wieder wir hatten ja so Project Anime Konferenz bei uns gehabt, wo sich Conorga zusammen gesetzt haben und das haben wir zusammen mit der Anime Expo tatsächlich durchgeführt. War noch zwei von der Anime Expo bei uns. Deswegen konnten wir uns auch im Nachhinein das mal anschauen und ich habe tatsächlich sehr viel von denen gelernt, weil ich halt sehr beeindruckend finde, wie professionell und gut die aufgestellt sind. Weil ich würde nämlich gern das Projekt streamen von einer Con muss nicht zwingend Dokomi sein, sondern auch von anderen Cons würde ich gern ein bisschen fester bei uns aufnehmen, dass wir sagen, okay, wir sind auf einer Con und streamen, was wir sehen. Ja. Das wäre da echt geil. Also Anime Expo hat vor allem dieses kalifornische Flair noch mit drin. Das mag ich da wirklich gerne. Also vielleicht kann man Ticket gucken, weiter, ohne Ticket hier. Ja. Ich bin dafür, dass das Motto nächstes Jahr auf der Dokomi ist. Aber wir haben schon eins ausgewählt. Ja, das... Ja. Aber wir verraten es nicht. Oder auf die Helfer-Shirts. Ach, das wäre geil. Mit Ticket weiter. Und, aber wo ist denn mit Ticket weiter und wo ist ohne Ticket hier? Muss ein Pfeil nach links oder ein Pfeil nach rechts gehen? Muss man sich nur entscheiden, was wie wo ist. Es muss halt stimmen. Ja, man darf halt nur nicht dann falsch rumstehen. So, na, ja, Verwirrung. Nein. Bitte keine pinken T-Shirts. Ich finde das Pinke super. Aber es gibt Opposition. Was ich kurz erwähnen wollte, wir wollen vielleicht schauen, dass wir diese Convention-Konferenz auch wieder für kommendes Jahr bei uns hinbekommen, wo wir wieder im Kongresscenter sind, auch schöne Räumlichkeiten dafür haben. Oh ja. Und vielleicht kann man dann wieder mit Anime Expo auch da zusammenarbeiten. Denke, dass wir mit der Konichi da zusammenarbeiten werden, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ich würde es auch mal anschauen, was allerdings da vielleicht hinderlich sein könnte. Ich hoffe nämlich, dass Anime und Japan Expo nächstes Jahr nicht auf demselben Datum sind, weil wir kollaborieren ja nächstes Jahr insofern mit der Japan Expo auch zusammen, weil wir das ECG zu uns holen. Das heißt, also es ist eigentlich noch ein Pflichttermin, sich halt in Paris dann anzuschauen, wie das halt funktioniert. Weil das wären wahrscheinlich dann eher unsere Cosplay-Contest-Orgas und die machen, sich dann anschauen. Aber das heißt, mal gucken. Also auf jeden Fall merken wir uns mal vor, für Anfang Juli haben wir auf jeden Fall nächstes Mal was zu tun. Ja. Entweder Paris oder LA. Was ich unbedingt in meinem Leben irgendwann noch erleben will, ist die BlizzCon. Stimmt, ja, das hätte ich auch mal Bock drauf. Das ist halt so eine Sache, aber die musst du halt ordentlich planen und dann am besten Urlaub draus machen und dann noch eine Woche dranhängen oder davor eine Woche da sein. Das ist halt, also das empfehle ich. Das ist halt nichts, was man einfach für ein Wochenende macht, sondern... Ja. Das empfehle ich da aber auf jeden sowieso schon, weil wenn man schon in Kalifornien ist, dann mal so ein bisschen quasi den Staat auch mal so kennenzulernen, ist sehr empfehlenswert. Was Ben und ich mal gemacht haben, war, dass wir die Route 1 entlang gefahren sind, an der Pazifikküste. Aber das ist dann auch eine Dreitagesfahrt. Also, lieber Birne, von Blizzard habe ich unter anderem StarCraft gezockt, StarCraft 2 gezockt, WoW gezockt, die ganzen Warcraft-Teile gezockt, Overwatch. Ich habe... Overwatch habe ich totgesuchtet. Ich habe auch tatsächlich, wie heißt das, Heroes of the Storm habe ich gespielt. Also ich habe nicht gerade wenig dieser Blizzard-Spiele gespielt. Overwatch. Ja. Nee, also, Ich finde, ich habe eine Berechtigung zu sagen, ich bin ein Blizzard-Fan. Absolut. Ja, das dann ein bisschen noch mit Urlaub darüber zu verbinden, kann ich auch nur wirklich empfehlen.
Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ich, ist ja auch ein langer Flug. Ich weiß ja? nachher schon, wie ich den Stream umbenenne, wenn wir Overwatch spielen. Overwatch. Das ist nicht sehr gut. Oh ja, auf, Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz auf Panda. Ja, darauf freue ich mich tatsächlich auch sehr. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das Remake umsetzen. Weil ich bin ja eigentlich kein Fan von Remakes, aber so bei Strategie und so den ganzen Sachen bin ich sehr gespannt. Ja. Oh, guck mal, wenn wir nach L.A. fahren, müssen wir Kevin mitnehmen. Ich würde sagen, große Klassenfahrt, ne? Ja. Hashtag Kevin in den Koffer. Kevin in den Koffer, sehr gut. Ja, und Kavoro kommt auch mit. Dokumi-Klassenfahrt zur BlizzCon, Anime Expo und San Diego Comic Con. Am besten mit so einem gelben Schulbus. Ja! Mit dem Pikachu-Flugzeug von der Anna, ne? Oh. Mit dem Pschiu. Oh, nee, das ist. Die Pokémon-Flugzeug war es, aber. Ja. Ach, Pikachu ist auch drauf. Ich wollte gerade sagen, Pikachu ist groß drauf. Also. Ja. Große Klassenfahrt. Ja, aber generell ja, aber so ein bisschen so ausländische Cons hast du ja auf jeden Fall schon mehr Luft geschnuppert als ich. Die einzige große Erfahrung, die ich da gesammelt habe, war jetzt zum Beispiel die Jan, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Ja, oh, die war schön. Ja, wirklich schön. Ja, die letzte, da haben sie dann, glaube ich, gemerkt, dass es halt jetzt vorbei ist. Ach so, oh je. Okay, das da jetzt habe ich halt schon. Genau, die davor warst du wahrscheinlich noch, aber die letzte, die war halt schon wieder ein bisschen kleiner. Okay, ach so. Weil die Location halt wirklich schön ist, also ja, gerade in den Bergen, ja. Das fand ich halt traumhaft. Oh ja, die Location wirklich? War traumhaft. Ja. Ich fand es auch so super lustig, wir sind ja zwar sehr spät, aber wir sind ja vom Flughafen abgeholt worden mit dem Bus und da habe ich dann eine gute Freundin im Bus getroffen, die halt auch für die Dokomi jetzt arbeitet manchmal. Dieses Jahr ja nicht, die Jasmin. Ah, ja. Stimmt, genau. Die hat auch zum Teil auch Eingangsbetreuung gemacht. Ich weiß nicht, stimmt doch, da war Ramrider noch mit dabei und deswegen hat sie, glaube ich, da auch schon mitgemacht. Ja, cool. Die Welt ist sehr klein. Und dann saßen wir zusammen im Bus mit den Hosts, mit den Mates und den Ehrengästen auf dem Weg vom Flughafen zu Jan nach Davos. DJC, du komm in die Installation der Schweiz, wann? Oh Gott, das schaffe ich aber nicht. So schön ich auch wirklich dieses in der Schweiz da wirklich fand, aber ich kann nicht noch eine Con machen. Too much. Was, eine Con in der Schweiz? Ja. Wie würden wir die denn da nennen? Doku-Swiss. Doku-Swiss. Nein. Oh Gott, auch Schokomi. Schokomi! Oh, mit dem Lucky Chocolate Coco. Okay, das ist leider Gottes eine sehr geile Idee, aber Sukumi. Dokcho. Das ist alles super geil. Und halt Schokomi. Aber das Problem ist, also, ich glaube, erstens kommt es nicht ganz so gut an, wenn du das als Deutschland und in der Schweiz dann sowas da machst, weil, naja, ist halt. Endet wie ja? Die CCXP. Ja, und hat. Also tatsächlich ist es ein Problem, wenn du als quasi in einem anderen Land was machen willst und halt nicht genug Ahnung von der Community vor Ort hast. Und das ist auch schon ein Unterschied, ob du in der Schweiz oder in Deutschland bist, glaube ich. Also da musst du dich halt wirklich bewusst sein. Ich habe auf der Jan gemerkt, dass die Leute halt eine ganz andere Mentalität auch zum Geld haben. Ja, okay, bei Schweizer. Ja, es klingt hart, aber als ich mir den Preis von der Con habe sagen lassen, da klingt die CCXP günstig dagegen. Ja, okay. Ja. Das ist andererseits, ich mache immer den Joke, der ist nicht, um Gottes Willen, nicht böse gemeint. Hashtag bitte nicht ernst nehmen. Aber ich sag mal so, wie Deutschen sind es für die Österreicher, müssen wie die Mexikaner für die Uramerikaner. wir sind halt ein bisschen der günstigere Ersatz. Ah, oh, ist ja nur Deutschland. Also tatsächlich kommen hier hin und denken so, oh, ist so günstig hier, wie so. Ja, ja. Da hat, Lange für 8 Euro ist jetzt nicht günstig, Schau. Aber für euch ist das 1000 Pesos. Ja, das ist es halt. Also da sind die Preise generell höher für alles Mögliche. Also, wo ich da am Flughafen schon einkaufen war und mir so eine Flasche Eistee gekauft habe, habe ich auch so gedacht, okay, Deutschland hätte ich dafür fast 2 bekommen. Ja, ja. Nee, das ist so. Das ist so. Aber, ja, wie gesagt, der einzige Grund, warum ich sowas tatsächlich wirklich schön finden würde, in der reinen Theorie, bitte nicht drauf festnageln, ist einfach,
diese Location war so geil. In den Bergen und die hatten auch noch einen Pool dort. Der wurde leider nie genutzt, aber sie hatten einen Pool dort. Wurde bei euch benutzt? Ich glaube nicht, ne? Mhm. Weil bei uns wurde er nie genutzt. Und, nee. Also, als ich da war. Und der, wie geil ist es denn, wenn du im Cosplay ein Shooting mit Alpenhintergrund im Pool machen kannst? Das ist doch arschgeil. Ich habe gehört, Dokumi mietet das nächste Mal ein Freibad mit an. Zu Icon kriegen wir immer einen kleinen Pool, aber das ist jetzt auch nicht so ein, so ein 3-Meter-Ding. Aber es ist zum Abkühlen, glaube ich, ganz gut, wenn es so heiß wird. Keine Welt sind die Berge. Entschuldigung. Nee, also, das müsst ihr heute ein bisschen ertragen. Wenig Schlaf übers Wochenende gekriegt. Schokomi, mein Gott. Oh, so eine ganze Korb mit Anime, Manga und Schokolade in der Schweiz. Weißt du, was ich... Oh, guck mal, meine Uhr zeigt mir an, ich hätte 1 Stunde und 4 Minuten geschlafen vorhin. Stimmt aber nicht. Ich lag nur auf der Couch und hab gechillt. Stimmt, ja, Heidi ist in Japan produziert worden. Genau. Was wir aber auch mal machen könnten, wäre so ein Motto-Jahr oder sowas. Oder Motto für die Dokumi im Sinne von als Gastland. So wie es oder warte, ich muss Die hatten ja mal Spanien und Kanada als Gastländer. Ich muss zugeben, ich glaube, wir haben es dieses Jahr halt nicht durchgeführt. Also wir hätten mal. Ja, ich hab's ja ein bisschen verpeilt. Ich hab mal kurz meine Musik ein bisschen leiser gemacht. Mit Ticket weiterschwimmen, ohne Ticket raus aus dem Pool. Der wird immer besser, tatsächlich. Ja, ja. Also leider Gottes bringen Leute sehr viele coole Memes zu einer Dokumi in der Schweiz, von daher, ja, ich glaube, logistisch wäre das für uns echt schwierig, weil unseren ganzen Kram vom Lager nach in die Schweiz transportieren, eventuell noch verzollen müssen und so, und dann noch halt unser Team irgendwie alles rüberkarren, ist ein bisschen schwierig, muss ich leider zugeben. Aber, naja, ja. Vielleicht kommt ja nochmal eine andere. Vielleicht gibt es ja die Jan irgendwann nochmal in der Schweiz, keine Ahnung. Vielleicht kommt es dann nochmal wieder oder eine andere Con, die sich nochmal da aufbaut. Aber ich denke, es wird viel von so Standard- oder Messen wie jetzt auch als Fantasy-Basis und sowas, glaube ich, geschluckt. Das ist natürlich schade, weil, also das wäre jetzt auch nicht so meine Welt. Ich bin ja kein Comic-Con-Fan. Und für mich ist Fantasy-Basis eine Comic-Con. Ja. Okay, stimmt. Ein paar Helfer haben wir in der Schweiz, das stimmt. Ja. Ach, die Hallen dann dreieckig als Tolerone. War schwer zu essen. Ja. Außerdem kommt Bellopan nämlich schon von selbst irgendwie zu Dokumi zwischendurch. Also sind zwar ein paar Jahre mal da. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr da war oder so, ich glaube nicht, aber er war, glaube ich, schon ein paar Mal da. Und wir haben den Rayon. Das ist noch viel besser. Der Rayon ist bei uns. Das sind ganz. Ich mag den so, so gerne. Weil wir haben ja auch jetzt schon in einem Stream gehabt. Und ich glaube, wir haben irgendwie 5 Stunden gemacht. Oder auf jeden Fall haben wir 5 Stunden telefoniert. Also mit dem Rayon bin ich schon auf einer Wellenlänge. Der ist total cool. Warte kurz. Und dabei auch bei uns auf der Twitch-Stage. Mit dem Talk zusammen mit Danny Cho und Puka. Die Welt ist so klein. Warte. Auch zwischen Deutschland und Schweiz. Ich muss kurz einmal kurz. Ich schreibe nachher. Ich antworte dir nachher. Da kann jetzt jeder mitlesen, was ich im WhatsApp tippe quasi. Also mithören, was ich im WhatsApp tippe. Ich antworte dir nachher. Okay. Okay, warte, ich mache eine Sprachnachricht, dann hört ihr alle zu. Oh je. Hello, Finn. Gerne kannst du. Ja, sorry, RIP-Headphone. gerne können wir das morgen so machen. Ich antworte dir, wie gesagt, nachher. Du bist gerade live in meinem Talkstream der Dokumi. Liebe Grüße! Liebe Grüße von allen, die gerade im Chat sind und zugucken. Es sind immerhin ein paar Leute. Ja, gerne können wir, denke ich, morgen so machen. Da fange ich einfach ein bisschen früher an, mache meine Bestellung und alles, mache mit Aline ein kleines Meeting. Und du machst morgen einen freien, wenn das für dich okay ist. Oder Arbeitsgeheimnisse im Stream. Arbeitsgeheimnisse im Stream. Eine Besprechung. Ach,
schön. Ah, findet sich schon Zeit. Also, ich denke. Ach, mein Gott. Bitte antwort auch im Stream. Ja, genau. Nee. Ich hab schon eine Sprachnachricht von ihm, die ich noch nicht angehört habe. Großartig. Boah, meine Haare heute. Aber sie wachsen. Ah. Ja, es sieht gut aus. Mir gefällt das echt gut. Auch mit der Farbe. Das ist echt ja, das ist ja noch der Rest. Ich will ja jetzt erstmal wachsen lassen. Dann habe ich nächstes Jahr zu Dokumi, kann ich mir hier hinten so ein Zöpfchen machen wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Ich will endlich mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn ich ein bisschen längere Haare habe. Und vielleicht kriege ich dann auch mal ein paar gescheite Frisuren mit längeren Haaren hin. So, das ist aber eigentlich nicht Thema gewesen. Ja, genau, ein bisschen abgeschweift. Aber ich bin ja auch froh, dass ich in meinem Alter... Nein, nicht der Müllbeutelknoten, um Himmels Willen. Den hast du gar nicht, dann nicht Müllbeutelknoten. Oh, Wokumi ist auch super. Uwokonomi. Oh, das muss ich mal alles in dem Film Büro-Chat, glaube ich, mal sammeln. So die ganzen Namen. Schokumi, Uwokumi, Dokumi, CH, Uwokumi. Schokumi. Aber ich meinte ja eigentlich eher... Ach so, ich kann gerade nicht tippen. Mist. Jetzt muss ich es hier machen. Dauert ein bisschen. Hab's gleich. Können weiter. Echt, warte. So. Oh, jetzt wollte ich gerade, jetzt habe ich beinahe aus Versehen hier was geändert. Ja, Uffkummi. Uffkummi. Ja, Hashtag Uff. Hier. Also ich meinte eigentlich... So. Schokumi. Mit CH, ja, aber ohne S. Stimmt. Schokumi wäre so ein bisschen mit dem Schweizer Akzent. Schokumi. Daran habe ich tatsächlich gedacht. Und es gibt doch dieses Schumst du. Also kommst du irgendwie mit Ach. Schumst. Erinnere ich mich gerade so ein bisschen dran. Aber ich kann kein Schweizerdeutsch von daher. Grüße ja, zurück, ja. Kappa, hat er gesagt. Grüße, wunderbar. Kann ich auch hier, warte. Oh, Privacy. Grüße zurück, Kappa. Kappa. Man sieht fast nichts. Ist egal. War ein Versuch wert. Jetzt lege ich das Handy aber auch weg. Nice try. Hat man keine Nummer gesehen und nichts. Der Gedanke zählt, ja. Habe ich aber ein bisschen den Faden verloren gerade, wo wir waren. Ja, sind über ausländische Kunst dann gekommen, glaube ich. Ach, genau. Anime Japan Expo. Auf jeden Fall gucken wir uns demnächst ja nochmal nur an, was wir da machen können. Und was habt ihr in der Schweiz vor? Was? Wir haben gar nichts in der Schweiz vor. Guck noch mal, nicht. So entstehen Gerüchte. Genau. Die Dokumi plant einen Schweizer Ableger. Wurde im Stream confirmed. Wir haben eigentlich nur ein bisschen rumgejoked. Ja. Dokumi in der Schweiz, weil es so tolle Namen dafür nächstes gibt. Jahr expandiert. Nein. Zweimal Dokumi, drei Tage und drittes Mal in der Schweiz. Nein, aus. Dann kommt Österreich auch noch an. Nein. Ja, genau, es gibt irgendwelche. Nee, Österreich möchte ich nicht. Da, oioioioio. Da gibt es Menschen, die mag ich nicht. Nein, Spaß. Nein. Ihr werdet diskriminiert im Stream, das ist nicht gut. Was? Wie das mit einem Schild für die Toilette auf der Dokumi dort geht, dann klug. Das ist doch mal echt hart. Klugumi. Das ist die Con in der Con. Oha. Nach Österreich kommt Polen. Jetzt höre ich hier aber ganz schlimme Sachen raus. Muss ja ein bisschen, ist ja rechter Tonus. Das ist aber nicht gut. Die Anime-Szene ist hier offen. Ich glaube, es war eher im Spaß gemeint. Alle machen auf Wurf, die Hofkumme, wir jetzt ihren Ticket, Warteschlangen, Pool schwimmen oder ohne den Pool verlassen. Im Warteschlangenpool. Oh, Polkommi. Die Polkommi. Naja, bitte aber nicht mit dem Fortschrittpol verwechseln, das ist nicht gut. Nee. Da ist das was anderes. Nein. Wir bleiben hier in Düsseldorf und alles entspannt. Wir haben so ein kleines Icon nebenbei und das ist aber auch gut. Das reicht so. Entschuldigung, Andi, deine Handbewegung gerade. Was denn? So dieses, wir was bleiben hier in Düsseldorf. Wir bleiben hier in Düsseldorf? Ach ja. Warte, war Bonn nicht? Nein. Was? Wir waren mal Hauptstadt. Okay, ja. Albern, ne? Ja.
Hatte er Gründe. Schwertnamen, komm. Ja, tatsächlich, ohne Witz, ein T-Shirt mit so Scherznamen, Uwukumi. Nee, wenn ich auf den Tisch schaue, dann ist vorbei hier. Dann ist mein Mikrofon Rip-Headphone. Ohne Shit, Kenny, das machen wir mal. Diese Spaßnamen mit auf die vom Strohkummi hat man ja auch schon mal. Ich erinnere daran, das ist sehr lang her, aber das ist auf unserer Seite immer noch zu finden. Okay, warte. Unter den Webcomics. Bearbeiten von Anime und Cosplay Tag in Export Komi Talk mit Philo und Andy. Mhm. Fertig. Ach, oh, ist es sogar noch nicht umgeändert? Ach so. Doch, ich habe nur jetzt nochmal umgeändert. Ah, okay. Oh, warte, nein, verdammt, nicht Export. Export. Was würde passieren, wenn wir mit der zweiten Dokumi Beethovenhalle Bonn belegen, wenn sie fertig ist? Wird nicht passieren, weil die Beethovenhalle finde ich absolut furchtbar. Ja. Ist für mich als Bonner sogar ein Reizthema, weil, kommt ein Spaßfakt, der gar nicht so spaßig ist, ursprünglich sollte ein riesiges, fettes, geiles Beethoven-Festspielhaus von DHL, Telekom und noch irgendeiner anderen Firma, die ich mal vergesse, gesponsert werden. Stadt Bonn hätte die für 50 Euro. Guck mal, da wird jetzt ein Clip erstellt. Oh oh. Und tatsächlich sollte Bonn nur die laufenden Kosten übernehmen und die Bonn so, da stellen wir uns jetzt an, fragen ganz viele Wutbürger und es wurde nichts draus. Irgendwann haben sich die Sponsoren zurückgezogen. Im Endeffekt muss jetzt die Beethovenhalle renoviert werden stattdessen. Das kostet mittlerweile 160 Millionen Euro. Die wir vorher, also vorher, ne, hätte für 75 Millionen Euro etwas geschenkt werden sollen an die Stadt Bonn. Wollten sie nicht. Jetzt muss die Stadt Bonn selber machen. 160 Millionen Euro in den Sand setzen. Und es ist noch nicht fertig. Hammer, oder? Daher, nein, die Beethovenhalle gehen wir ganz sicher nicht. Wir bleiben im Basecamp, das ist entspannt und nett und sympathisch. Ja, so viel Geld hätte ich auch auf meinem Konto gern drauf. Ich glaube, das hätte dann jeder gern von uns. Wir können auch untereinander teilen, wenn einer so viel Geld hat irgendwann. Bin ich dafür. Reicht immer noch für uns alle. Ja, locker. Sehr locker. Hab mir mal ausgerechnet, was man im Lotto gewinnen müsste, um davon sorgenlos bis ans Ende seiner Tage leben zu können. Also ich bin der Meinung, 1 Million Euro müsste eigentlich reichen. Nee, 1 Million Euro. Über 2% Zinsen. 2-4%. Also wenn du legst dir 4% an, hast um die... Wo kriegst du denn 4% Zinsen? ETFs. Okay, jetzt wird es noch ein bisschen... jetzt wird es langsam ein bisschen... Detail. Warte. Jetzt muss ich gerade noch im Kopf nachrechnen, ob ich jetzt gerade einen Rechenfehler habe. Also ich meine, 4% wären 3.000 Euro im Monat. Also das wäre... Ja, das ist aber noch nicht Schatten. Versteuert. Das musst du ja dann noch versteuern. Ja, weil, mal 0,6. Das sind 2.000 Euro im Monat. Das also wird für mich locker reichen. Warte. Ich möchte das nochmal evaluieren kurz. das sind die wichtigen Themen so. Was reicht zum Leben? Oh, guck mal hier, jetzt ist der Rechner über deinem Gesicht. Über meinem Gesicht. Blups. Das war voll fett aufgeploppt. Probleme was haltet ihr von, dass wieder beim Eingang von der Dokumi Custom bekommen? Dann habt ihr Miyukumi, finde ich auch super. Miyukumi. Großartig. Da war also das mit 4% gerechnet? Ja. Das ist bei ETFs realistisch durchaus, über einen ganz langen Zeitraum. Also nicht 5 bis 10 Jahre, so 15 bis 20 eher, aber ne? Geht das dann im ersten Jahr schon los? Dann würde ich würde doch da eigentlich eher nur so 2-3% entnehmen, aber... Genau deswegen habe ich mir nämlich ausgerechnet, dass man mit 4 Millionen als Lottogewinn problemlos bis an... Ja, also, ja, aber ja, dann kannst du problemlos bis an dein Leben, kannst am besten tatsächlich, kannst am besten für manche Leute, die es auch nicht so gut haben, noch was zur Seite legen und kannst richtig nett zu Leuten sein. Du darfst halt das Geld nur nicht auf den Kopf hauen. Nee, absolut, absolut. Ach ja. Ja genau, Kevin. 4-5 Millionen. Muss einfach mal ein bisschen träumen können, ne? So, große Finanztalk. Ja. Jetzt wird mal Tacheles geredet. Warte, ich benenne den Stream nochmal um. Finanztalk mit Philo und Andy. Gewinnen Sie 1 Million Euro.
Ja, ja, natürlich, bis sind, zum genau, natürlich sind, also Zinsen sind jährlich, das heißt, du musst dann halt schon ein Jahr warten, bis es dann überhaupt losgeht. Ja. Und das sind 3.000 im Jahr auch nicht so viel. Und tatsächlich musst du halt auch davon ausgehen, dass du ein Lottogewinn nach einer gewissen Zeit verzinsen musst. Versteuern musst, nicht verzinsen musst, versteuern musst. Ja, ja, ja. Das heißt, selbst wenn du eine Million gewinnst, ist das halt nach einer gewissen Zeit keine Million mehr, sondern erstmal wieder ein bisschen weniger. Wenn du es nicht zum Beispiel in ein Haus steckst oder ausgibst. Ja, ja. Sag mal, Andi, so sieht die Nikos schon wieder. Das ist eine gute Frage. Verdiene auch du bis zu 3.000 Euro im Monat mit diesem einfachen Trick. Hashtag Dokumi. Hashtag seriös. Hashtag Dollami. Dollami. Moment, Moment. Oh, das ist super, das gefällt mir. Dollami. Jawohl. Dollakomi. 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 Oder Eukomi. Eurokomi. Eurokomi. Oh, aber tatsächlich können wir ja wirklich eine. Warte, eine. Jetzt nicht mit dem Euro. Oder doch, warte mit dem Euro. Komm, reden über das Geld stark. Die zeigen die Wiederzahlen übrigens. Können wir eine Eurokomi machen? Eurokomi? Ja. Eurokomi. Und die findet dann in Brüssel statt. Ja, ja. Und ist bei der AfD ganz unten durch. Oh, bitte nicht, nein. Also wir wollen ja jetzt nicht mit Politik anfangen. Nee, wollen wir nicht, aber... Reicht mir, dass mir durch das, was ich aktuell immer mal wieder auf YouTube klicke, auch immer wieder so einige lustige Amthor-Videos und sowas vorgeschlagen werden. Oh nein, auch bei mir ständig gerade. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde Philipp Amthor sehr lustig, aber ich kann halt nicht verstehen, dass der noch so jung ist. Also... ich habe jetzt CDU-Kommi, nein. Ja. Hashtag nie mehr CDU-Kommi. Was? Auf einmal alle so hoch. Es ist halt so Blindveranstaltung. Wie so, nein, genau das Gegenteil. Aber um das noch kurz einzuwerfen, ich fand das irgendwie putzig. Dann, da haben irgendwo eben, ich weiß nicht, auf irgendeiner Reportage, haben sie den Amthor begleitet und hat auf irgendeinem CDU so ein Seniorentreff, Kaffee kennst du, auf irgendeinem teuren Schiff oder so, irgendwo im Norden dann begleitet. Und dann haben sie nach die alten Leute gefragt, so, was halten sie von dem Mann? Der so, ja, also, der kann ja so richtig frei reden und so. Und ich habe gedacht, so, ernsthaft, also jetzt unabhängig vom Inhalt oder so, der gar nicht irgendwie, den haben sie gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, wirkten alle ein bisschen älter und auch ein bisschen über Verfallsdatum hinaus, leider Gottes. Das ist ein bisschen zart auf dem Stream. Aber wenn schon dein Respekt dafür ausreicht, dass einer einfach nur frei reden kann, dann können viele Leute. Ja, also das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so die Leistung per se, ne? Ja. Also wenn ich so der Zerstörer. Also, ich bin auch so ein kleiner Zerstörer, ne? Er hat sich halt inzwischen einen Namen gemacht und ich könnte mir halt vorstellen, dass er der Jüngste, zumindest nach Merkel, wahrscheinlich Bundeskanzlerkandidat wird irgendwann. Dann ist die CDU auch sowas von 5%, das wird... Ja, aber es wird wahrscheinlich passieren. Es wird wahrscheinlich passieren. Der ist so erzkonservativ und es ist Merkels Liebling. Ja, ja. Könnt ihr auch sein Sohn oder Enkel sein. Ihr Sohn oder Enkel sein. Oh, guck mal, hier gründen wir unsere eigene Partei. Andi und Benny leiten die. Oh ja, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, wenn ich politisch anfangen würde, wäre ich da. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich wollte immer mal politisch aktiv werden. Inzwischen denke ich mir, Gott sei Dank bin ich es nicht geworden. Weil ich habe tatsächlich keine Partei, mit der ich mich identifizieren kann, 100%. Ich war mal früher, ich sag mal nicht welche Partei, aber mal ein bisschen politisch aktiv gewesen, zu meiner Studi- und Schulzeit so ein bisschen. Und dass ich heute, sagen wir mal, gab es von dieser Partei auch einen Stand auch im CSD. Und tatsächlich war ich damals beim Wagen vom CSD, bin ich bei dem mal mitgelaufen. Mein Gott, aber lange her und ja, tatsächlich, im Moment würde ich mich da glaube ich auch nicht mehr so engagieren. Wenn ihr, also ich finde auch, es muss ja nicht immer politisch sein, es kann auch einfach nur so, dass du dich halt irgendwie... Ich wollte gerade sagen, man kann sich auch so engagieren. Es muss keinen politischen Hintergrund sein. Wichtig ist, dass man halt zu dem steht, woran man glaubt. Ja, und das machen wir ja auch mit der Dokumi.
Ja, absolut. Dafür setzt man ja auch ein Zeichen, aber kein politisches, aber einfach einen positiven Teil der Gesellschaft. Finde ich auch ganz schön, wenn man mal so überlegt, bei CSD heute in Mittelfall. DKM-Partei. DKM. Eieiei. Dokumi-Partei. Deutsch-Kommunistische Partei. Was? Nein, Dokumi hat nichts mit. Deutsch-Kommunistische Partei. Oh je. Oh je. Aber wenn man sowas auch die CSD einfach mal nicht als politisch, sondern einfach als positives Miteinander sieht, finde ich das total klasse. Also, das ist schon. Auf der Weise ist es schon schön. Es ist keine Partei mehr Oh, wählbar als Partei ist selbst. meine Musik ausgegangen aus Versehen? Kaum geht es über Politik, bricht alles zusammen, vor allem auch deine Musik. Ich hör irgendwie nichts mehr. Uiuiui. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit nichts gehört, von daher kann ich es nicht Ja, du beurteilen. hörst es nicht, aber die anderen haben es gehört. So, sorry, war Musik auf einmal lose. Ja. Was soll ich Ja, gerade sagen? Irgendwas will manchmal fängt man einfach an zu reden und dann verliert man den Faden. Hä? Pika-Gerd haut ein geiles Ding nach dem nächsten heute raus, ey, mein Gott. Wenn ihr die Partei gründet, sprecht mit den Leuten auf der Straße und fragt, Oh sind sie auch Gott. pro Sind sie auch Brokkoli? Ja, Essen Sie gerne Brokkoli? Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass unsere Convention-Namen so viel Shit raushauen kann, aber das ist großartig. Entschuldigung. Ich glaube, das Aua ging an mein Mikrofon. Ja. Heute im Stream, Wortwitze ohne Ende. Ja, aber ich finde es witzig und unterhaltsam. Achso, okay. Großartig. Ach, herrlich. Wie kamen wir jetzt eigentlich auf diesen ganzen. Über die Schweizer Sachen, glaube ich. Aber wie kamen wir dann auf die Parteien? Irgendwer hat irgendwas mit Amthor geschrieben, Ja, oder? genau, Nee, ich stimmt. weiß es nicht mehr. Du hast doch so ein Amt. Nee, weil diese Videos von Amthor immer vorge. Ich habe keine Ahnung, ich bin so vergesslich im Moment. Ich dachte, ich hätte es gerade wieder, aber. Ja. Nee. Sehe schon an, wie Benny die nächsten 3 Wochen über Marketingstrategien wie Stream ausweitet. Ja, wir müssen dringend einen Namenswechsel machen. Nein, nicht den Namenswechsel, sondern quasi darauf aufbauen und eine Partei gründen, aber die darf nicht politisch sein. Ich möchte Kann einfach ich nur. einmal, ich gebe einmal kurz die ganzen Krimis von Komi aus. Ja. Kann ich da nochmal, ich habe das noch nie gemacht, kann ich da einen Namen eingeben? Muss ich da einen Namen eingeben? Braucht die Hilfe, abbrennt das Marke in der Schule. Immer gerne, Nico Senpai. Wir sind gerne in Feldstudie dafür. Gib mal hier unten, gebe ich mal Kevin ein. Klug. Kann ich Klug komme ich kann keinen rüber. Namen eingeben? Kann gar nichts eingeben? Wieso kann ich nichts eingeben? Wenn ich nächstes Jahr keine Klokomi-Schilder sehe, bin ich echt enttäuscht. Oh oh. Hey, Benny, Klokomi-Schilder! wieso kann ich nicht tippen? Habe ich Das nicht so kann ich Fehler? dir auch nicht sagen. Ah, Stimmt. jetzt. Die einzige Forderung, die ich tatsächlich bei der Partei durchführen wollen würde, ist, dass die Krankenkasse mein Netflix-Abo übernimmt. Weißt du doch warum? Warum? Weil quasi Netflix ist quasi wie homöopathische Mittel. Wenn ich eine Erkältung habe und eine Woche lang Netflix schaue, dann bin ich danach meistens wieder gesund. Ergo sollte mir die Krankenkasse mein Netflix-Abo zahlen. Kann nichts ändern. Okay, Selber schade. bauen. Ist deine Tastatur angeschlossen? Hallo, Entschuldigung. Haben Sie schon probiert, das Device an- und auszuschalten? Genau, IT, did you try turning it off and on again? Bin für ein Rennen auf der Con, Gokumi. Gokumi? Das könnte man tatsächlich für Kimis Castle mit einbringen. Ich bin hier generell für eine Go-Kart-Bahn auf der Dokomi mit Elektro-Go-Karts. Oder mit E-Scootern jetzt. Gibt's doch Oh, die stimmt! City-Roller. Das ist immer ein teurer Spaß. Was? Nee, wir fragen einfach Tieren, ob sie einen Stand aufbauen wollen und dann kann Ja. jeder da um die Wette rollern. Oh, das ist so großartig. Ich glaube, die sind Das ganz ist offen für wirklich. sowas. Und dann darf sich jeder so ein Mario-Helm oder sowas aussuchen. Oder so eine Mütze oder Yoshi-Ohren oder sonst irgendwas. Wäre doch super lustig. Oh Mann. Fände ich super. Finde ich absolut super. Die Boah. Jokomi. Die Joko. Jokomi.
Der heutige Tag geht quasi. Und gerade heute ist. Moment, ich weiß, wo das gerade herkommt. Ohren. Oh Gott. Eine Yoshi-Nase, Entschuldigung. Benny ist seit gestern Abend wieder zurück in Deutschland. Und Benny ist eigentlich der Herr der Flachwitze. Quasi der Kaiser der Flachwitze und Dead Jokes. Der ich Witz glaube, war er hat seine Lokomi. Finger im Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass er so viele schlechte Witze mit dem Namen Dokomi machen kann. Ja, ich pack die daher alle auf Twitter. Dokomi. Schokomi. Ich sammel schon mal. Ach was, das artet nicht aus. Das ist ja wie mit dem, was wir gleich spielen. Und zwar... Utsch. Oh. Hashtag rein... Keine Ahnung, weiß nicht. Reinhard, denn er ging Reinhard. Utsch. Oh Gott, das ist echt, heute ist wirklich heftig. Ja, schon Mewcomi habe ich noch verstanden. Oh, Lucy. Kannst du kein Overwatch mit uns gucken? Magst du Warum denn nicht? Oh, oh. Oh, oh. Weil es so lustig ist, Sean. Deswegen sitzt du noch hier. Mewcomi. Was möchtest du für einen Channel im Discord-Channel haben? Also mit welchem Namen? Uwu Watch? Damit wir dann nicht in Overwatch spielen, sondern in Uwu Watch? Naja, aber es reicht ja schon, wenn ich den Stream nachher Uwu Watch nenne. Uwu Watch mit Andy und Philipp. Aber schon überlegt, wenn wir normal streamen, müsste eigentlich jeder immer unter seinen Webcam-Rahmen seinen Namen schreiben. Weil wir ja ein Kanal mit mehreren Streamern sind. Und wenn dann nur Dokomi TV steht, weiß man ja nie, wer das in der Webcam gerade ist. Stimmt. So wie jetzt hier auch, steht ja auch unser Name drunter gerade. Muss das mal hinkriegen. Dass es bei dir läuft, meinst du? Ja, den Text habe ich gerade irgendwie nicht hinbekommen. Da war noch ein fetter Balken. Ja, du hast ja auch nicht hinbekommen, live zu gehen. Okay, wenn es jetzt nicht so war, Andi hat noch nie mit Shit gespielt. Das ist allerdings wahr. Das ist aber ein sehr lustiges Spiel und wird dir wahrscheinlich sehr gefallen. Das glaube ich sogar. Man könnte einen Klokomi-Channel für Spam in Discord machen. Haben wir nicht schon einen Spam-Channel? Ja, wir haben Spam. Heißt mittlerweile Roleplay-Channel, weil da kann man Roleplay und irgendeinen geilen habe ich auch vergessen. Verdammt. Klokomi. Roleplay ist gelockt. Oh. Die L-Komi. BL-Kommi? Finde ich auch gut. Schokomi. Ich wollte gerade sagen, wenn wir mal mehr mit E-Sport machen, dann nennen wir es ESL-Kommi. SL-Kommi. Ich glaube, da hat aber Allied E-Sports was gegeben. In Kooperation mit Allied E-Sports. Da hat mich doch die ESL was gegen. Egal wie das macht man es falsch. So, ich glaube, uns gehen langsam die Themen aus. Wir sollten jetzt so ein bisschen auf Overwatch switchen.